Das war unsere heutige Unterkunft. Auch heute ist es leider am Regnen, aber im Moment nicht ganz so schlimm wie gestern. Wir haben gestern ein bisschen abgekürzt und sind zwei, drei Stationen mit dem Bus gefahren, weil einfach die An- und Abstiege so glitschig waren. Es war alles so matschig, schlammig, dass man ständig am Rutschen war. Und gesehen hat man auch nichts. Also wenn man sich da hochgekämpft hat, hat man nicht mal Aussicht gehabt. Also ihr habt ja so ein paar Aufnahmen noch bekommen. Und ja, da sah man halt wirklich nichts. Mal sehen, wie es heute aussieht. Wir haben gut 22 Kilometer vor uns. Irgendwas im Dreh, 22. Zwischen 20 und 24 schauen wir. Und vielleicht haben wir Glück, dass es zwischendurch mal ein bisschen aufhört zu regnen und wir ein bisschen was sehen. Im Moment ist die Aussicht halt auch ja, eher schwierig. Ich zeige euch das mal hin. Da sind eigentlich Berge hinter. Das sieht irgendwie cool aus, aber naja, Wetter ist Glücksspiel und wir machen das Beste raus und schauen, was wir heute so zu sehen bekommen. Also der Regen sorgt auf jeden Fall dafür, dass das kein sinnlich dahin fließender Fluss mehr ist. Mich würde echt mal interessieren, wie das hier, ja, zum Anfang unserer Tour, als wir noch dieses schöne Wetter hatten, ohne Regen, wie das da hier ausgesehen hätte. Aber der Lech hat wirklich Energie. Wir haben heute einen ziemlich ebenen Weg vor uns. Relativ lang, wie gesagt, zwischen 20 und 24 Kilometer. Und folgen jetzt erstmal ganz weich und wieder dem Lech. Also man sieht, es kommt wirklich reichlich Regen runter. Wie die das ordentlich überschwemmt. Ich glaube, das ist jetzt die vierte oder fünfte Feuerstelle, die wir allein auf der heutigen Etappe gesehen haben. Aber hier ist auch echt ein schönes Gebiet, um Rast zu machen, ein kleines Feuerchen, Lager aufzubauen. Also den Lechweg kann man definitiv auch gut autark gehen, wenn man möchte. Auch wenn man natürlich, wie immer, sich nicht überall hinlegen darf. Ist halt Naturschutzgebiet. Aber gäbe viele, viele Optionen. Wir müssen hier zwar nicht rüber, aber wir wollten zumindest mal einen Blick werfen. Die ersten 9 Kilometer haben wir hinter uns. Heute ist es viel angenehmer als gestern. Also wir können zwar auch heute nicht ohne Regenschutz laufen, aber es gibt immer mal Phasen zwischendurch, wo es nur so ein bisschen dröbbelt, wie jetzt, wo es halt wirklich nicht schlimm schüttet und man ja, angenehm laufen kann und einfach auch so ein bisschen was sieht. Gestern war es halt einfach wirklich, da hat es einfach richtig geschauert. Das hat dann auch wenig Spaß gemacht, da groß zu laufen. Aber heute ist es bisher ja, eigentlich ziemlich angenehm. Der Weg sehr, sehr, sehr eben. Also wir kommen ziemlich schnell vorbei. Ziemlich schnell voran. Ist auch mal ganz angenehm. Nachdem die letzten Tage ja immer so ein bisschen hoch und runter waren, ist es schön, mal wieder so flott laufen zu können.
sieht echt klasse aus. Komplett klar, also man kann, ich weiß nicht, ob man sehen kann, doch kann man sehen. Bis da hinten auf den Grund gucken, problemlos. Fantastisch. Ja, ich weiß gar nicht, es muss ein See sein. Mal nachgucken, was genau das ist. Sieht das, wie weit man da auf den Grund gucken kann? Und diese türkise Farbe. Das ist keine Spiegelung, kein Filter, kein nix. Sondern das sieht genau so aus. Man kann von hier aus die Fische erkennen, die da hinten schwimmen. Das müssen echt ordentliche Fische sein. Da sieht man, was für Riesenviecher dort sind. Ne? Also heute ist wieder richtig schön abwechslungsreich. Da ist aber mal gewaltig was runtergekommen. Lieber Mann. Das ist auch noch nicht unser Örtchen. Wir laufen noch drumherum. Wir haben heute noch ein Eckchen vor uns. Wir laufen wieder am schönen Lech. Es ist jetzt so ein ganzes Weilchen trocken geblieben, was richtig angenehm ist. Wir hatten heute eigentlich den kompletten Weg für uns. Also keine anderen Wanderer, die heute unterwegs waren. Wir sind jetzt bei Hüfen auf der Höhe circa und müssten wohl noch so ein Stündchen unterwegs sein. Dann haben wir unsere 22 Kilometer, irgendwas in dem Dreh, haben wir dann für heute geschafft. Und dann freuen wir uns auch, den Rucksack ablegen zu können und was Leckeres zu essen. Milch ist auf jeden Fall toll. Also auch diese Etappe lohnt sich definitiv. Also auch ohne Sonnenschein wirklich ein lohnenswerter Weg. Und sehr, sehr abwechslungsreich. So, und da hinten zu der Brücke müssen wir, das kann man sehen kann, da müssen wir auf jeden Fall rüber. Und dann weichen wir erstmal vom Lechweg ab, um halt zu unserer heutigen Unterkunft zu kommen. Die ist in Wengle Holz, also Holz Wengle, bei Holz vor Wengle, also in der Gegend. Jetzt kann man die Brücke besser sehen. Das war ein ganz schönes Eckchen. Also der Lech ist seit dem Ursprung echt angewachsen und ein ganzes Stückchen größer geworden. Das ist unser heutiges Ziel. Bis morgen.